Nicht immer ist es so offensichtlich, dass ein Produkt Kunststoff enthält. Wo versteckt sich Mikroplastik? Als winzige Peelingpartikel, flüssige Bindemittel oder Füllstoff wird Kunststoff zum Beispiel in Sonnencreme, Duschgel oder Wimperntusche verwendet. Viele Hersteller wollen zwar in Zukunft darauf verzichten, doch bislang ist laut BUND nur Zahnpasta generell frei von Mikroplastik. In einer Stichprobe enthielten zum Beispiel 17% der Lippenstifte Kunststoffe wie Polymethylmethacrylat. Das ist nichts anderes als Acrylglas und sorgt in Minimaldosis etwa dafür, dass sich die Paste gut verteilt. Welche Produkte Kunststoff enthalten, wird in der kostenlosen Broschüre Mikroplastik des BUND aufgelistet. Oder man nutzt die Gratis-App CodeCheck, die mit einem Barcode-Scan die Inhaltsstoffe von mehr als 100.000 Kosmetikprodukten entschlüsselt.